Wir haben uns heute mal ein paar kleine Fliegenpilze gezaubert. Das geht ganz schnell zu machen. Bleibt einfach mal dran, wir zeigen es euch. Wir haben uns gedacht, wir basteln heute mal schnell noch ein bisschen was für den Herbst, ehe der Herbst vorbei ist. Das geht ja rucki zucki. Wir brauchen dafür so einen Eierkarton und machen uns ein paar kleine Pilze, die man sich so als Gesteck oder naja, Gesteck hinstellen kann. So, dafür brauchen wir hier in der Mitte diese Spitzen. Ja, wisst ihr, das ist alles Altpapier. Altmüll. Also Müll machen müsst ihr ja anscheinend deine. Ja, Müll hat man sowieso viel zu viel. Wahnsinn. So, wir brauchen das Dreier. Man macht immer so ein Dreier-Set. Dann schneiden wir uns das hier ein bisschen rund, dass das unten aussieht wie ein Pilzkopf. Pilzhütchen. Geht alles ganz flink zu machen. Das ist immer alles kein Hexenwerk von Tagen oder Wochen. Das sind immer bloß ein paar Minuten, was das hier dauert. Das lässt sich ja schnell zurechtschneiden. Und das kann man auch schön mit Kindern basteln, weil das alles so eine Materialien sind, die man eigentlich immer zu Hause hat. So. Jetzt malen wir uns zuerst innen erstmal die ganze Sache hier weiß, weil Pilze ja meistens unten weiß sind. Manchmal sind sie auch braun, aber wir wollen Giftpilze machen. Fliegenpilze. Und dann können die auch in weiß sein. Obwohl, wenn man einen braunen damit zwischen macht. Wieso machen wir jetzt drei Fliegenpilze oder machen wir auch einen braunen Pilz? Wir machen drei Fliegenpilze. Drei Fliegenpilze, weil es schön bunt ist, ja. Genau. Also ihr könntet auch einen braun machen. Und ja, ist halt immer, man kann das farblich anpassen. Wir haben sie ja schon lila eine Pilze jetzt gesehen, was mich ganz erstaunt hat. Aber auch gut aussieht. Sieht gut aus, würde ich mich aber nicht trauen zu essen. Man muss ja auch nicht alles essen, was man irgendwo sieht. Aber lila eine Pilze sind mir so bisher noch nie aufgefallen. Und die sind ja, standen sie da einfach so. So, weiß. Da wir gerade beim Weiß anpinseln sind, pinseln wir uns auch gleich die Stiele dafür an. Dafür habe ich mir jetzt einfach ein bisschen Holz, das hat es gerade vom Baum runtergewedelt, ein bisschen Holz zurechtgeschnitten in drei verschiedenen Längen. Machen wir jetzt auch weiß, weil die ja meistens so weiße Stiele haben. Auch wenn sie manchmal so ein bisschen bräunlich sind, aber sieht schon weiß aus. Also machen wir uns weiße Stiele. Unten brauchen wir nicht so weit. Wir wollen das ja noch in Steckmasse reinstecken. Also können wir das unten so lassen, damit wir auch mal anfassen können. Und machen das nur hier oben weiß. So, dann können wir diese äußeren Hütchen anmalen. Dafür nehme ich jetzt ein kräftiges Rot. Es gibt ja so viele verschiedene Rottöne. Also muss man mal gucken, was man hat. Jetzt hier so ein ganz kräftiges. Und das sind alles einfach bloß Acrylfarben, die ich jetzt hier nutze. So. Muss dann auch erstmal kurz wieder trocknen, bevor wir dann die weißen Pünktchen draufsetzen können. Den ersten Pilzkopf fertig. So, keinen Stellen trocknen. Und jetzt brauchen wir dann noch was, wo wir die Pilze dann reinmachen können. Dafür habe ich so ein kleines Übertöpfchen. Da gibt es jetzt wieder, muss man sich immer entscheiden, macht man jetzt einfach nur eine Acrylfarbe. Wir haben uns jetzt überlegt, wir nehmen so ein Maya-Gold. Das glänzt und glitzert dann so ein bisschen. Maya-Gold Stardust heißt das. Da ist dann auch noch richtig Glitter drin, aber dieses normale hier, das glitzert ja auch immer schön. Das muss man bis vorher erstmal umrühren. Dann hat man so ein metallisches Grün. Ist auch wetterfest, abwaschbar. Also da kann man jetzt auch nicht verkehrt machen.
dann malen wir das jetzt hier an. Das muss ich wohl bei dem dunklen Blau hier vielleicht in zwei Schichten machen. So, mal gucken. Oder auch nicht, wenn da ein bisschen was durchschimmert. Kann auch durchschimmern, ja. Manchmal sieht das ja ganz gut aus. Nicht so. Muss immer ja nicht so perfekt alles sein. Nee. Dann macht man einfach bloß so. Genau. Ja, macht man ein ganz anderes Bild. Als immer diese gleichmäßige. So, das kann man auch ganz schnell mit dem Föhn jetzt trocknen. Was du jetzt bestimmt auch machen wirst. Ja, weil das eben trocknet eigentlich so auch schon schnell, aber ich will ein bisschen nachhelfen. Ich will hier oben den Rand noch machen. Dann kann man nämlich hier oben den Rand auch schnell noch ein bisschen gestalten. Da kam ich ja eben nicht ran. Und dann sieht das da auch so aus. Wäre jetzt blöd, wenn da das Blau durchlugt. So ist das schöner. Dann brauchen wir was, um das da reinzustecken. Also diese Holzstäbchen. Dafür haben wir Blumensteckmasse. Irgendwo, glaube ich, mal aus dem Action mitgebracht. In weiser Voraussicht, dass man das irgendwann mal brauchen könnte. Und das muss man sich dann jetzt ein bisschen zuschneiden. Das ist leider ein bisschen zu groß, das Ganze. Ein bisschen. Das müsst ihr aber einfach schneiden. Mhm. Und dann ist das bestimmt ein bisschen schief nach hinten, wa? Ja, das auch noch. So passt das jetzt ungefähr. Kann man das hier richtig reinmachen. Die anderen Dinger heben wir noch wieder auf. Besser als. Man weiß ja nie, ob man das noch braucht. Zum irgendwo feststöpseln braucht man immer mal irgendwelche Reste. Dann haben wir hier so ein Islandmoos, das wollte ich hier eigentlich noch so ein bisschen mit draufsetzen. Kleben wir am besten ein bisschen fest mit Heißkleber. Dann sieht das so ein bisschen nach Wald aus. So ungefähr. Ja. So kleben wir das jetzt fest. Das sieht wirklich schön aus. Mhm. Und das gibt es in verschiedenen Farben, finde ich immer gut. Das gibt es ja in dunkelgrün, in hellgrün. Naja, das wird so original sein hier und da wird es bestimmt angefärbt sein. Ja, weiß ich nicht. Aber das kann man eben in verschiedenen Grüntönen kaufen. Oder wird es hier vielleicht auch gefärbt? Ja, dann brauchen wir die Stückchen. So, und jetzt können wir die Hütchen hier ankleben an diese Stöckchen. Da machen wir einfach hier oben ein bisschen Heißkleber drauf. Das ist ja nicht so einfach mit einer Hand. Stecken wir hier erstmal in Moos. Zack. Zack. Und das große hier noch. Ein bisschen höher. So, jetzt nochmal der Kleber dran. Na komm. Und so ein Hütchen drauf. Zack. Na. Der Hut hat sich jetzt verschoben da. Ja, muss ja nicht gerade drauf sein. So. Muss ja nicht gerade. Sieht viel schöner aus, wenn es so schrumpelig ist. Krunkelig und schrumpelig. Wir sind auch krunkelig und schrumpelig. Na, ich nicht. Nee, dachte jetzt gerade du. So, jetzt haben wir die Hütchen drauf und jetzt kann man die weißen Punkte nämlich viel besser malen. So, dann kann man nämlich jetzt hier einfach so Punkte ransetzen, muss das nicht nochmal anfassen. Hier oben mal hin. Kann ja ruhig unterschiedlich sein. Man hat immer so den Drang, das gleichmäßig machen zu wollen, aber das muss ich ja nicht. Machen wir das hier bei den anderen auch noch schnell. Trotzdem irgendwie gleichmäßig aus. Man. Je öfter man sowas macht, desto gleichmäßiger wird sowas irgendwie wieso nicht. Dann macht er die Augen zu und früher ging das einfacher mit dem drauf los machen. Ja. Einfach drauf los, ja, nicht so viel nachdenken, wo ihn hin soll. Und wenn man sich das Ganze dann noch ein bisschen schön arrangiert, also ihr habt da bestimmt noch mehr Deko-Sachen als ich so habe, dann sieht das richtig toll aus. Diese Pilze sind jedenfalls schnell und einfach zu machen und sind eine hübsche kleine Deko.
Probiert es also ruhig aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach und schön. Und edel.